In diesem Video wiederholen wir die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar und dann lernst du das Skalarprodukt kennen und den Zusammenhang zwischen Skalarprodukt und dem Winkel zwischen zwei Vektoren. Was heißt es, wenn ich einen Vektor mit einem Skalar, also mit einer Zahl, multipliziere? Sagen wir zum Beispiel, wir haben den Vektor 1, 2. Wenn wir den jetzt mit einer Zahl, zum Beispiel mit 2, multiplizieren, dann musst du die erste und die zweite Komponente jeweils multiplizieren. Das heißt, wir bekommen 2, 4. Und haben wieder einen Vektor herausbekommen. Also wenn du einen Vektor mit einer Zahl multiplizierst, bekommen wir wieder einen Vektor. Und jetzt schauen wir zum Skalarprodukt zwei Vektoren. Wir haben die Vektoren v ist gleich v1, v2 und w ist gleich w1, w2 gegeben. Und wenn wir jetzt diese zwei Vektoren miteinander multiplizieren, dann multiplizieren wir zuerst die erste Komponente, also v1 mal w1, plus die zweite Komponente v2 mal w2. Und wie du siehst, das Ergebnis von einem Skalarprodukt ist nicht ein Vektor, sondern eine Zahl. Diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Wenn du einen Vektor mit einer Zahl multiplizierst, bekommen wir wieder einen Vektor. Wenn du aber zwei Vektoren miteinander multiplizierst, bekommen wir eine Zahl. Wir probieren das jetzt anhand von ein paar Beispielen aus. Beim ersten Punkt sollen wir a und b multiplizieren. Das heißt, wir lesen zuerst die Koordinaten ab. A hat die Koordinaten 4, 2 und b minus 1, 2. Jetzt müssen wir die oberen Komponenten miteinander multiplizieren, also 4 mal minus 1 plus die unteren Komponenten miteinander multipliziert, 2 mal 2. Und minus 4 plus 4 ergibt 0. Bitte pausiere jetzt das Video und versuche die restlichen drei Aufgaben selbstständig zu lösen. Wir vergleichen jetzt die restlichen Skalarprodukte. C mal D multipliziert ergibt wieder 0. E mal F multipliziert ergibt 5. Und G mal H minus 5. Und jetzt habe ich dir ja versprochen, du erfährst auch etwas über den Zusammenhang zwischen Skalarprodukt und dem Winkel. Und wir haben hier unten ja auch die Frage, zwischen dem Skalarprodukt zweier Vektoren und dem eingeschlossenen Winkel gibt es einen Zusammenhang. Hast du eine Idee? Wenn du hier schaust, wir haben hier bei a mal b 0 herausbekommen und bei c mal d auch. Und das sind genau die zwei Vektoren, wo dazwischen ein rechter Winkel ist. Das bedeutet, wenn das Skalarprodukt gleich 0 ist, haben wir einen rechten Winkel zwischen den beiden Vektoren. E mal F ist ein spitzer Winkel. Und wir haben eine positive Zahl und g mal h ist ein stumpfer Winkel und wir haben eine negative Zahl. Das heißt, wenn das Skalarprodukt größer 0 ist, bekommen wir einen spitzen Winkel. Wenn das Skalarprodukt kleiner 0 ist, bekommen wir einen stumpfen Winkel. Also zusammengefasst, wenn wir zwei Vektoren miteinander multiplizieren, nennen wir das das Skalarprodukt, weil wir nach der Multiplikation eine Zahl, ein Skalar herausbekommen. Wenn das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren gleich 0 ist, dann weißt du, es gibt einen rechten Winkel zwischen den beiden Vektoren. Wenn das Skalarprodukt größer 0 ist, haben wir einen spitzen Winkel. Wenn das Skalarprodukt kleiner als 0 ist, haben wir einen stumpfen Winkel zwischen den beiden Vektoren.